Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Heute sprechen wir über Heilwasser. Ist das ein Mythos oder gibt es das tatsächlich? Diese Frage stelle ich gleich dem bekanntesten Wasserforscher Deutschlands, Erich Meidert, alias Mr. Water. Bleiben Sie dran! Hallo Erich, herzlich willkommen. Servus, ich muss schon lachen bei der Anmoderation. Mit dem Mr. Water? Nein. Oder der bekannteste? Nein, Heilwasser. Heilwasser, okay. Da ist mir echt was eingefallen. Da möchte ich dich gerade noch fragen. Ja, das Heilwasser. Ist das, was steckt hinter dem Begriff Heilwasser, Heilquelle? Gibt es da standardisierte Kriterien, damit das so genannt werden darf? Oder ist das einfach ein Mythos, ein Geschäftsmodell? Ich muss da jetzt gut aufpassen. Es gibt Heilwasser, aber das, was du mir gesagt hast, der Schuss geht komplett ins Gegenteil. Komplett ins Gegenteil. Also gegenteiliger geht's gar nicht. Ich muss jetzt nur, wie gesagt, also Heilwasser haben wir letztes Jahr 83 Millionen Liter, wurden verkauft. Und jetzt sage ich mal ganz was Provokantes. Ich habe ein Haus gebaut, 21 Wohnungen vor 3 Jahren, 1700 Quadratmeter Wohnfläche, ein schwieriger Bau. Normal nicht zu bauen, Altbausanierung in Schliersee, kommt mein Bauleiter und sagt, wir natürlich über Wasser, habe ich es immer vollgelabert. Und dann kommt er und sagt, Erich, ich trinke Heilwasser. Und dann habe ich gesagt, ja, das sieht man da an. So schaust du aus. Was? Es gibt ein Heilwasser. Aber wie gesagt, komplett anders, als man es versteht. Also ich zitiere zum Beispiel den Dr. Probst, von dem ich super viel halte. Der macht ja Schwefelkuren. Und es war tatsächlich früher so, also zum Beispiel das Rote Meer, rotes Meerwasser, Salzwasser sind ja auch Heilwässer. Mhm. Also da gehst du dann rein, so Bäder mit so Salzen, Sohlen. Und das zieht schon aus dem Körper auch, hat heilende Wirkung. Und dann gibt's ja den Begriff des Heilwassers und jetzt muss man mal sehen, was ist ein Heilwasser, wie definiert sich's? Und jetzt kannst du wirklich sagen, jetzt kommt Feuer und Eis aufeinander. Feuer ist, dass man sagt, also ohne zu werten, die manchen stehen auf Feuer, die manchen stehen auf Eis, wenn du da 10 Minuten im Eis schwimmst, ist auch gesund, Feuer ist auch gut. Also die Seite 1, Heilwasser, es gibt den Verband der Heilwasserindustrie. Und ich empfehle, diese Homepage zu besuchen, weil da wird es ganz brutal. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Also die Homepage sagt, das Wasser muss schulmedizinisch, wissenschaftlich nachgewiesen sein, die heilende Wirkung steht drauf. Ist ein Kriterium, genau, über Studien und so. Genaueres kannst du dann abrufen. Das ist jetzt also nicht frei, wie die Studie drin ist, aber es ist genau im Gegensatz zu meinen Forschungen und Erkenntnissen. Und zwar nicht 99, sondern 100% gegensätzlich. Weil ich habe die Trinkwasserverordnung, ich habe die Mineralwasserverordnung und ich habe die Heilwasser. Und die Heilwässer werden jetzt einmal von der Kontrolle getestet wie die Trinkwässer, also auf 16 Stufen. Und dann sind viele Heilwässer so, dass du sie nicht als Trinkwasser trinken dürftest. Also Beispiel Sulfat. Es gibt einen Verein in der Bundesliga, die werben damit. Also Sulfat gibt es den Grenzwert, seitdem ich suchen kann. Seit 1963 suche ich immer die Grenzwerte, vor allem 1980. Bis heute ist der Grenzwert für Sulfat bei 250 Milligramm. Heilwasser beginnt erst ab 1200 Milligramm. Also für die Einnahme jetzt sind diese Grenzwerte. Genau, erst ab dann wird es als Heilwasser gewertet, genauso wie Calcium. Aber ich sollte es nicht trinken gemäß Trinkwasserverordnung, wenn ich das richtig verstehe. Darfst du es nicht trinken? Wenn ich eingebe, ich habe oft gegoogelt, was passiert, wenn ich der Bevölkerung mehr als doppelt, also 300 oder 500 Milligramm Heilwasser oder Sulfat gebe, dann heißt sofort Wasserzufuhr sperren, abführend oder es ist auch Sulfatlösung, kann man auch als Gipswasser bezeichnen. Aber ganz viele dieser Heilwässer haben Werte, die als Trinkwasser nicht zugelassen sind. Punkt, Äpfel aus, Amen. Und dann steht ja immer dort, die heilende Wirkung muss
erwiesen sein. Es muss nachgewiesen sein. Dann schaue ich am Verband der Heilwasserindustrie, da gibt's so Kriterienkatalog, viel Fluorid, viel Calcium, viel Magnesium, verschiedene Kriterien. Und dann kannst du draufklicken und dann siehst du 3, 4, 5 verschiedene Heilwässer werden dir angeboten. Und dann lohnt sich weiter zu klicken, dann steht dort Indikatoren, wofür ist gut, und dann steht dort Gegenanzeigen. Und jetzt wird's interessant. Gegenanzeigen. Du kannst fast immer, ich sage in 80-90% der Fälle steht dort, nicht zu empfehlen sind bei Herz-Kreislauf und Niereninsuffizienz und Unverträglichkeit von größeren Flüssigkeitsmengen nur nach Rücksprache mit dem Arzt trinken. Also, was ist eine Niere? Eine Niere ist das Klärwerk. Und wenn ich habe ja schon mal in einer früheren Sendung erzählt, ich habe sehr enge Freunde, die haben Dialysekliniken. Und da sind halt mal vor 20, 25 Jahren waren es 5 Leute und jetzt sind es 50. Was ist das? Die Niere ist nichts anderes wie ein Filter. Und Herz, was ist das Herz? Wenn du schaust, wir haben 110.000 Kilometer Leitungen im Körper. Und was sind diese Mineralien anders wie kleine Salze, Steinchen, ich sage oft zerriebene Steinchen. Und wenn du dann jetzt ein Wasser hast mit so viel Kalk, Calcium, dann gibt's natürlich jetzt den Gegenpol und das ist der Dr. Thomas Levy. Ich habe früher immer gepredigt, dead by Calcium, tot durch Calcium. Und jetzt gibt's es seit einem Jahr in der deutschen Version. Das heißt, Überkalzifizierung. Jetzt wird für Wasser geworben mit viel Calcium. Jetzt machst du aber einen verheerenden Fehler. Du trinkst jetzt 1 Liter Heilwasser und 100 Gramm Emmentaler. Und damit hast du 100% des Tagesbedarfs überschritten. An Calcium. An Calcium. Und dadurch hast du natürlich, und was mir an dem Levy super gefällt, wir reden da über 80 Seiten Quellennachweise. 80 Seiten Quellennachweise. Und das ist natürlich für eine Industrie, die ein Loch bohrt und das rausholt. Ich sage jetzt nichts, Heilwasser müsste für mich ideal zum Baden sein, so Salze. Mache ich auch ab und zu. Du nimmst da irgendein rotes Meerwasser. Also wieder populistisch ausgedrückt, müsste man ja Meerwasser auch, hat ja auch reich an Mineralien. Aber rotes Meerwasser oder diese Salze, ideal. Totes Meer. Totes Meer. Totes Meer. Totes Meerwasser. Ja. Das ist super zum Baden, da legst du dich rein. Aber zum Trinken sind halt immer... Und dann schaust du dir auf den Verband der Heilwasserindustrie, ich mache mir jetzt nicht beliebt bei denen, schau dir nur die Gegenindikatoren an. Ja. Ich habe ja schon ein YouTube gemacht und wenn ich das dann sehe, immer Herz-Kreislauf, Niereninsuffizienz. Und die sind so mineralisiert, also zum Beispiel habe ich ein Heilwasser, jetzt aktuell, vor dieser Sendung, habe ich nochmal schnell reingeschaut ins Internet, da ist ein Heilwasser drin. Ich habe dir mal gesagt, 1980 war der Grenzwert bei der Leitfähigkeit bei 400 Mikrosiemens, der Richtwert. Dann war er bei 1000 der Grenzwert, dann bei 2000, jetzt ist er bei 2500, bei 20 Grad und 2790 bei 36 Grad. Aber da habe ich ja Heilwasser gefunden mit einer Leitfähigkeit von 4700 Mikrosiemens. 4700. Vom Himmel kommt 0. Lauretana hat 15, Plose hat 20 umeinander. Also hier sind dieses Feuer und Eis total zusammen. Ja. Und jetzt sage ich Heilwasser, das, was wir als Heilwasser verstehen, ich bezeichne das andere als Heilwasser, weil, und da habe ich mal eine schöne Folie. Welches andere, Entschuldigung? Das reine Wasser, das ist uns der liebe Gott schenkt, okay. Das vom Himmel kommt, wie die Natur gedeiht. Kresse, Versuche, Hunde, Katzen, gib einmal einem Hund ein Heilwasser. Der verdürstet, glaube ich, lieber. Also, wie gesagt, Pauschalierungen sind immer schlecht, aber ich will nur bei den Leuten ein aufwecken, dass man sagt, erkundige dich, was sind denn das mit diesen Richtwerten und dass es so toll ist. Weil Tod durch Calcium, Überkalzifizierung, du musst einmal anschauen, weil... Ich habe schon oft erlebt, dass mich Leute angerufen haben und sagen, ich habe eine richtige Kalkschulter gehabt und sie ist verschwunden. Sage ich, ja, kein Wunder, weil wir haben vorhin schon mal gesagt, die Saugkraft des Wassers
minus 5 bis minus 50 Bar. Und jetzt habe ich eine ganz schöne Folie mal gefunden in Südkorea, ehrlich, habe ich geklaut. Das wissen die nur nicht, aber ich habe es ein bisschen verfeinert. Da siehst du hier ein Wasser, hier siehst du Haar. Und da hast du in dem Haar hier drinnen kleine Ablagerungen, gell? Da beginnt's, Nummer 1. Hier hast du ein Wasser, was sehr, sehr hoch mineralisiert ist, sehr große Wassercluster, Wasserklumpen. Da ist ja allerhand gebunden. Und dann hast du hier eine kleine Entzündung drin. Und dann geht das Wasser da drüber, weil es natürlich grob ist, viele, viele Stoffe hat. Und so geht's drüber. Und dann wird sich das schließen. Und dann habe ich noch eine Folie, die habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil wenn sich das schließt und du hast hier eine Entzündung drin, dann hast du oft Entzündung drin. Ah, und da tritt es an die Oberfläche, man sieht es an der Haut. Du machst den Deckel zu. Aha. Und dann der Deckel und hier unten im Untergrund gärt's. Und irgendwann bricht es raus. Mhm. Man könnte sagen, als Pickel oder irgend sowas. Genau, das hatte ich in Mind. Oh, du siehst das oft im Sport, du machst intensiven Sport, hast eine hohe Bewegung und dann hast du oft einen Pickel, den du ausdrücken kannst, weil sich natürlich die Fette und sowas da auch rauslöst. Aber auch hier vom Grundsatz her, dieses Wasser geht da drüber, macht zu, die Folgen kannst du ausmalen. Mhm. Hier habe ich reinstes Wasser, weil reines Wasser hat 4 bis 6 Cluster, die sind im Angström-Bereich, also kleiner als 100 Millionstel Millimeter. Und wir wissen ja bei Wasser, ich habe jetzt auch wieder eine Baustelle an Wasserschaden gehabt, weil das Wasser ist so klein, Mikrometer, hat 1000 Nanometer und ein Angström hat 10 Angström sind 1 Nanometer. Also in dem Bereich, natürlich im nicht sichtbaren Bereich. Und dann musst du wissen, so sind die Wassermoleküle. Und Wasser hat ja diese Saugkraft. Das kennst du von jedem Putzeimer. Tue mir ein bisschen Wasser dazu. Und dann saugt es auf. Und hier habe ich reinstes Wasser. Und hier habe ich die Ablagerung. Das Wasser geht rein. Und es nimmt man den Müll mit und transportiert ihn aus. Das, und jetzt habe ich gesagt, das ist das Verrückte. Das ist mein Heilwasser. Das andere Heilwasser sagt, und da gibt's halt diese zwei Mineralien, Spurenelemente sind absolut wichtig. Aber jetzt, mein Freund, wir haben 70 Billionen Zellen. In einer Sekunde sterben Minimum 10 Millionen Zellen, die kommen und gehen. Darum nennt man das Stoffwechsel. Je älter wir werden, umso mehr Stoffwechselreste haben wir. Und darum ist es wichtig, das immer wieder wegzubringen. Und wenn ich jetzt ein Wasser bringe, mit dieser Leitfähigkeit, mit diesen ganzen Stoffen, ist die einzige Frage der Zellverfügbarkeit. Und wie groß ist eine Zelle? 30 Mikrometer. Ein Millimeter sind 1000 Mikrometer. Ein Millimeter. Du hast noch nie in deinem Leben eine Zelle gesehen. Noch nie. Jetzt hast du aber viele verschiedene Zellen. Und das Entscheidende ist doch immer bei Krebs und vielen anderen Dingen die Zellverfügbarkeit. Geht's in die Zelle? Ja oder nein? Aber je kleiner das Wassermolekül, umso leichter, schwupps, geht's in die Zelle rein. Und was macht's in der Zelle? Wir haben schon gesagt, Wasser, fest, gasförmig, flüssig. Aber Wasser, wenn eine Oberfläche kommt in die Zelle, dann macht es diese EZ-Zone nach Pollack, ist gewiesen. Und diese EZ-Zelle wirft alles raus. Woher haben wir die Energie? Das kommt nur aus den Mitochondrien. Und wenn es gelingt, das Wasser in die Mitochondrien reinzubringen, und die Mitochondrien sind nichts anderes, als dass sie aufgebaut sind wie eine Batteriezelle. Jetzt habe ich das Wasser, das geht in die Mitochondrie, da bildet diese Zone, die negativ geladen ist, heißt, das Positive wird raus, die Protonen haut's raus. Das heißt, es ist Energie, es entgiftet, es entschlackt, es entmüllt. Und wir haben aber in einer Zelle, die du nicht sehen kannst, da haben wir zum Beispiel in einer Nierenzelle 2000 Mitochondrien. Jetzt haben wir aber noch nicht vom Golgi-Apparat, endoplasmatischen Reticulum, Zellkern gesprochen, sondern es ist nur in einer einzigen Zelle, die mit der anderen Zelle interagiert. Und jetzt ist das andere natürlich, hier ist die Zelle, da ist die Zelle, da ist die Zelle. Jetzt habe ich die Blutversorgung, die kommt hier daher. Und jetzt will ich natürlich schauen, dass hier mein Nährstoff vom Blut, das muss in die Zelle rein. Und wenn ich jetzt aber im Bindegewebe durch die Stoffwechselreste, weil ich einfach Wasser trinke, was nicht mitnimmt, sondern was nur Müll oder was Stoffe bringt, dann muss ich irgendwann das in die Zelle rein, dann ist die Zelle, aber es geht schlecht rein. Und wenn die Zelle schlecht versorgt ist,
dann kann es mit der anderen Zelle nicht mehr so kommunizieren. Die ist nicht mehr so lustig und fröhlich aufgelegt. Aha. Die Zellversorgung ist schlechter und die Zellkommunikation stimmt nicht mehr. Und unser ganzes System ist ja ein System, das in Lichtgeschwindigkeit miteinander agieren, die Zellen. Und darum ist es wichtig, dass die Zelle gut versorgt wird, dass die Zelle die Stoffwechselreste raushaut, weil es durch die Zelle, durch das Wasser, was in die Zellen geht, dadurch habe ich diesen Entgiftungsvorgang. Man kann das messen. Eine Krebszelle hat eine Spannung von plus minus 10 Millivolt. Eine gesunde Zelle hat minus 100 Millivolt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier an dem Rand, kann ich die EZ-Zone messen und die halten dann diese minus 100 Millivolt. Bis zu die Mitochondrien, gut, Professor Navio von der Uni Washington hat nachgewiesen, dass eine gute Mitochondrien haben eine Spannung von minus 300 Millivolt. Und Minusspannung heißt Elektronen, freie Elektronen. Elektronen ist Energie, ist Strom. Spätestens wenn du an den Weidezaun hinbieselst, weißt du, dass es Strom gibt. Hat auch noch keiner gesehen. Aber es gibt anscheinend Strom. Jetzt gibt es ihn sogar aus der Steckdose. Bei unserer neuen Regierung kommt jetzt aus der Steckdose. Es geht alles ganz einfach. Also drum ist es entscheidend, dass das Wasser, Heilwasser ist für mich sauber, ist rein, geht in eine Zelle, macht die Aufgabe Versorgung mit Nährstoffen und mitnehmen. Und vor allem, es muss in die Zelle gehen, weil die Frage ist ja sowieso, eine Zelle kann ja nur, ist ja da, um Energie zu erzeugen. Und die Mitochondrien können nur funktionieren und das kann man alles sauber nachweisen. Übrigens, was uns antreibt, das Wasser, wir denken ja immer, wo ich vorhin schon mal gesagt habe, wir haben 100.000 Kilometer Leitungen im Körper und 70% sind die Kapillaren. Die haben eine Größe von 3 Mikrometer, die anderen, die roten Blutkörperchen 6, das heißt die Falten. Du bräuchtest ungefähr 600 PS, damit das Herz uns antreiben könnte. Also, stimmt ja auch nicht. Aber, also, das stimmt. Aber wir glauben, das Herz pumpt uns an. Weil wir wissen, hier vom Fuß 7000 Liter raufpumpen, wo die Durchflüsse zu klein sind. Was uns antreibt, ist, was ich sagen will, ist das Licht. Darum ist wichtig, im Sommer, schau mal, du gehst im Sommer raus, Veronika, der Lenz ist da, es wird warm. Und keiner kann sich davor schützen, dass er, wenn er jetzt im April, Mai rausgehen soll, ach, tut das gut. Und im Winter, im Herbst, im November, da stirbt man halt, stirbt die Natur, sie ruht sich aus, kann man da auch sagen. Also der Kreislauf. Und darum ist für mich Heilwasser genau das Gegenteil vom Heilwasser. Ja, also wenn ich das mal jetzt so ganz vorsichtig auf den Punkt bringen kann, ist Wasser möglichst rein mit kleinen H2O-Molekülen, die nicht verklumpt sind mit irgendwelchen Mineralien, die im Heilwasser oder in zusätzlich mineralisiertem Wasser sind, also ganz klar zur Heilung vorzuziehen. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben über Mineralien. Das wird, ich sage schon seit einem Jahr, aber es ist jetzt wirklich fertig, weil es war unglaublich aufwendig, weil was habe ich da gemacht? Ich habe das Thema Mineralien, Mineralgröße und dann bin ich in den Supermarkt reingegangen. Vorne sind die Bananen, die Äpfel, rechts sind die Orangen, die Karotten, der Sellerie und da habe ich eine ganze Litanei gemacht aus dem Supermarkt, bestimmt 15 Seiten. Und habe genau gesagt, welche Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren sind da drinnen, in welcher Kombination. Da gibt es den Doktor, wie heißt der? Da fallen wir gleich wieder ein. Und der hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Was wir halt brauchen, ist zum Beispiel Kalium. Kalium. Hast du einen Tagesbedarf von 4000? Muss ich ja schauen, was brauche ich wirklich? Hast du einen Tagesbedarf von 4000 Milligramm? Ja, und du wirst in keinem Wasser mehr wie 5, 10 Milligramm, wenn es hochläuft, ganz hochgepriesene Wasser haben, 0,6 Milligramm Kalium. Kalium ist das wichtigste interzelluläre Mineral, weil Mineralien, ich brauche Mineralien. Also ich sage, was du brauchst, ist Mineralwasser. Mineralwasser ist das Beste. Jetzt Orange, frisch gepresst, im Frühjahr irgendwelche... Alles, was saisonal und regional, was hier ist, wie hat der eine gesagt,
Ah, ich bin für saisonal und regional, ich weiß bloß nicht, wann die Litschis sauber reif sind. Ja, das ist ja genau mit der Globalisierung und alles immer zu jeder Zeit verfügbar haben können. Erdbeeren ja, aus ja. Peru. Ja. Also bitte, da trinke ich wirklich lieber ein sauberes Weißbier aus dem Nachbarn, weil wenn du dir jetzt vorstellst, schau mal die Erdbeeren im Juni, Juli. Wie lange halten's? Gute Erdbeeren gehst rein, 3 Tage maximal, 4 Tage. Und dann siehst du aus Peru oder jetzt im Dezember, ja, das ist pure, für mich ist es nur pures Gift. Darum bin ich da oft so bayerisch derb mit meinem Weißbier, weil wenn du dann noch die Genuss hast, du weißt, der Körper folgt dem Geist, sagst, lieber Gott, danke, weil es schmeckt so gut. Das ist mir gescheiter, wie etwas, was 3 Monate haltbar ist, wie diese Erdbeeren oder Blaubeeren. Und also das ist einfach, und drum ist für mich Heilwasser genau das Gegenteil von Heilwasser. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen, aber das ist so. Und da habe ich in diesem Mineralienbuch, habe ich genau aufgeschrieben, welche Mineralien welche Kombination haben. Und das Wichtigste für mich, also wieder Beispiel, ist Kalium. Kalium kriegst du entweder aus, sag mal, von meinen Messungen her, kriegst du entweder aus 2000 Liter Wasser oder aus 3 Kartoffeln und 1 Banane. Dann hast du einen Tagesbedarf an Kalium. Schmeckt ein bisschen besser und das wird es gar nicht überleben. Und wir reduzieren uns immer auf ein paar Mineralien, aber wir brauchen die Fülle. Und da gibt es den bekanntesten René Quartin, der hat Meerwasserextrakte, der hat geschaut, wo ist im Atlantik. Da war ich 3 Tage in Alicante, habe es mir genau angeschaut, wie sie es machen. Habe es auch dann promoted und so. Man kann es bei uns nachlesen. Wir verkaufen nichts, nur Wasser. Aber der Quartin hat tausende Kinder gerettet mit der Mineralisierung aus dem Meer. Der hat geschaut, wo sind die Walfische und was nehmen die? Die nehmen Phytoplankton, Zooplankton und dieses Wasser hat er dann jetzt aufbereitet, extrahiert. Und da gibt es die Quartin-Mineralien und die sind einfach ein Segen. Und jetzt kommt's wieder, wenn ich jetzt so eine Ampulle Quartin in sauberes Wasser habe, dann habe ich eine Leitfähigkeit von 100 ppm oder 200 Mikrosievens, aber nicht 4000. Und von denen 4000 weiß ich ja nicht, was drin ist und alles. Also, und da stehen 3, 4, 5 Angaben, aber bitte. Und dann, wenn ich schaue, wo es herkommt, also und immer steht der Warnhinweis dort. Immer der Warnhinweis. Natürlich auf dem Etikett nicht immer, aber steht drin, ja, wenn du viel trinkst und große Flüssigkeitsmengen nicht verträgst, dann nur noch Rücksprache mit dem Arzt. Der steht natürlich dort, der lebt ja davon. Ach, schwer das ganz zu verstehen, aber es ist nun so und ich glaube, es lohnt sich einfach, wenn wir das genau anschauen. Also gerade nach so einer Sendung auch wissen, was das größte Heilwasser ist, sauberes Wasser und Smoothie, Mineralien, frisch gepresst, immer saisonal, regional, möglichst von einem Bauern, wo du kennst, natürlich in Bio-Qualität. Das ist für mich Heilwasser und das andere hat die Warnhinweise auf dem Etikett oder auf der Homepage. Ja, das ist so. Und dann kann man es ausprobieren. Verträgst, trinkst du 2 Liter von dem mit Genuss und sagst, boah, jetzt kriege ich Durst. Oder sagst, Gesundheit muss schon nicht gut schmecken. Gesundheit schmeckt gut. Schmeckt saugut. Und das läuft unter Heilwasser, ja. Genau. Ich denke, das ist ein Thema, das wir jetzt hier, wie du gesagt hast, eingangs, Feuer und Eis. Jetzt haben wir ein Fass aufgemacht. Aufeinander stoßen, haben wir wahrscheinlich da wirklich was angestoßen. Drum prüfe, wer sich an sowas bindet, ob sich nicht das Gegenteil findet. Und auch hier, die haben jetzt wahrscheinlich viele Interessen geweckt. Wo können wir uns da weiter informieren um dem Thema und generellem Wasser, jetzt vielleicht auch spezifisch Heilwasser, dem mal ein bisschen nachzugehen? Ja, bei Heilwasser bin ich vorsichtig. Also wie gesagt, ich gebe die Quellen an. Ich gehe nur auf die Homepage von dem an und so. Mir geht es ja nicht auf, das schlecht zu machen, sondern nur zu sehen, okay, liebe Leute, für mich persönlich ist Heilwasser das und ich lebe mein Heilwasser jeden Tag. Aber auch in Mixform, so ist es nicht. Mhm. Aber ich habe halt die Fülle des Lebens für mich, da bin ich sehr dankbar dafür, das ist mein Heilwasser. Ja. Und wir reden über das Heilwasser, was so promotet wird und wo ich sage, ja, warum, was steht denn da alles drauf, warum ist das so? Und dann gebe ich es dem Hund oder ich habe natürlich den Versuch auch gemacht mit den Pflanzen. Das sollte jeder machen und dann für sich entscheiden. Das ist der Sinn und Zweck der Mr. Water.eu. Einfach nachschauen, da steht so viel Zeug drauf.
Also Zeug, also viele Informationen, viele beschweren sich drüber, aber es macht einfach Freude, qualifiziert und immer wenn ich was nicht weiß, bin ich dankbar und so ist das Leben, lebenslanges Lernen. So ist's. Vielen Dank, lieber Erich, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Informationen und bis bald wieder. Jawohl, gern, freue mich wieder. Servus. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück bei unserem Thema mit dem Heilwasser. Sie haben vieles gehört. Machen Sie sich Ihre Gedanken, informieren Sie sich, versorgen Sie sich mit natürlichen Produkten, die wir uns um uns herum erhalten, saisongerecht. Und ja, machen Sie ein paar Recherchen. Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen erhalten Sie auf unserer Homepage. Vielen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich wünsche Ihnen alles Gute.